Hallo liebe Leute, schöne Grüße aus München. In diesem Video möchte ich euch gern die Musiksammlung von Kremsir vorstellen, was eine meiner Lieblingsmusiksammlungen ist. Zum einen ist sie sehr bedeutend, historisch sehr wichtig, zum anderen ist sie aber auch natürlich gewachsen und nach wie vor in dem Ort, wo sie ursprünglich im 17. Jahrhundert gesammelt wird. Sie ist nämlich nach wie vor im Sommerschloss, in der Sommerresidenz des Bischofs von Olmütz, dessen Vorgänger sie im 17. Jahrhundert dort also gesammelt hat. Außerdem ist die Stadt, das Schloss, die Umgebung wunderschön, das Essen ist auch gut. Es ist also auf jeden Fall immer wert, dort mal einen persönlichen Besuch abzustatten und sich das selbst anzusehen. Jetzt sehen wir uns zuerst mal auf der Karte an, wo Kremsir eigentlich ist. Und vielleicht sollte ich gleich vorweg schicken, dass Kremsir ist der deutsche Term für Kroměříž in Tschechisch und Olmütz, das kommt auch noch, ist der deutsche Term für Olomouc. Zwei Orte, die also noch wichtig werden im weiteren Verlauf. So, wir schauen mal auf Google Maps. So, hier sind wir also in Würzburg im Fränkischen. Und dann gehen wir erstmal hier nach Prag. Ich zoome mal hinein. So, von Prag aus gehen wir dann weiter östlich nach Mähr, nach Brno oder Brünn. Und von dort noch weiter östlich, hier haben wir Kroměříž. Und Olomouc oder Olmütz. Also Olmütz war der eigentliche Sitz des Bischofs. Und etwa 20 Kilometer weiter südlich ist Kroměříž die Sommerresidenz. Wie kommt nun also eine so außergewöhnliche Musiksammlung in einen so abgelegenen Ort, wo sich ehrlich gesagt Fuchs und Hase gute Nacht sagen? Nun, die Gegend wurde immer beherrscht von den Bischöfen von Olmütz und diese waren in der Regel Mitglieder des Kaiserhauses von Österreich. Die Bischöfe, oft nicht mal wirklich Kleriker, haben die Gegend in der Regel niemals betreten, sondern haben sich eigentlich nur angeeignet, um Geld rauszuschlagen. Sie haben sie in allen anderen Hinsichten eigentlich vernachlässigt. Dazu kommt, dass die Gegend im Dreißigjährigen Krieg schwer gebeutelt wurde, verwüstet und sowohl also vernachlässigt von den eigenen Herrschern als auch verwüstet durch die Armeen des Dreißigjährigen Krieges, war es eigentlich Brachland geworden, wo nach dem Dreißigjährigen Krieg, also in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, eigentlich nur noch sehr wenig zu holen war. Das sollte sich aber grundlegend ändern, als 1664 Karl von Liechtenstein-Kastelkorn zum Bischof von Olmütz gewählt wurde. Anders als seine Vorgänger zog er nämlich selbst in die Gegend, er lebte also in Olmütz, nahm sich der Gegend an und baute sie von Grund auf wieder auf. Er erwies sich als grandioser Verwalter. Er brachte Handel in die Gegend. Er etablierte ein vernünftiges Schulsystem und. Also die Gegend blühte unter seiner Herrschaft wieder auf und er belohnte sich selbst sozusagen dafür, dadurch, dass er sich eine wunderschöne Sommerresidenz in Kroměříž baute. Dank seiner Bauaktivitäten. Dort ist die Stadt heute UNESCO-Weltkulturerbe, ist also wunderschön und seine eigene Sommerresidenz ist wirklich sehenswert. Das Schloss selbst, eine fantastische Gartenanlage, eine der besten, beeindruckendsten Kunstsammlungen in Tschechien und so weiter. Was er also auch für sich selbst brauchte, um sich auch zu Zwecken der Repräsentation, war also auch Kultur, Kunst, Architektur, aber auch Musik. Nun, wo bekommt man Musik im Osten Tschechiens, in Mähren? Wie gesagt, es ist ein wenig ab vom Schuss und es war nicht so einfach, dort an Musik und vor allem auch Musiker zu kommen. Er hatte Glück, dass Heinrich Ignaz Franz Bieber einer seiner Untertanen war und auch eine Zeit lang für ihn arbeitete. Nur, was hat Bieber gemacht? Bieber wurde nach Tirol geschickt, um dort von Jakob Steiner Instrumente abzuholen. Nur kam Bieber nicht zurück. Anstattdessen trat er in den Dienst des Bischofs von Salzburg ein, was natürlich ein viel kosmopolitischerer Hof war, wo er also auch richtig Karriere machen konnte. Und so wollte er selbstverständlich nicht in das provinziale Mähren zurückkehren. Und wir wissen auch aus anderen Briefen des Bischofs, dass er große Schwierigkeiten hatte, Musiker aus dem österreichischen Reich für sich zu gewinnen. Denn jeder, der ein bisschen was drauf hatte, wollte nicht nach Mähren. Aber er brauchte auch Noten, sowohl geistliche Musik für seine Kirche, als auch weltliche Musik für seinen Hof, denn er wollte natürlich seinen Hof schick und ein bisschen kosmopolit gestalten.
Verantwortlich für den Aufbau der Musiksammlung und auch der Musikkapelle war Pavel Wewanowski, auch bekannt als Paul Trompeter, ein Trompetenvirtuose aus Mähren, den der Bischof dann des Öfteren nach Wien schickte, um dort Kontakte zu knüpfen und vor allem auch um Noten zu kopieren und Musiker mitzubringen. In der Musiksammlung in Kromeschitz sehen wir also viele Abschriften in der Hand von Pavel Wewanowski. Der Bischof unterhielt aber auch Kontakte mit anderen Musikern am Wiener Kaiserhof und es scheint so, als ob er sie zum Teil bestochen hätte, sodass sie ihm heimlich Noten des Kaisers kopieren und nach Olmütz schicken. Ähnliche Beziehungen gab es wohl nach Salzburg und auch mit verschiedenen Institutionen in Tschechien und auf diese Weise konnte der Bischof zusammen mit Wewanowski eine Musiksammlung aufbauen, die sich sehen lassen konnte. Wer sich näher für die Details interessiert, wie Wewanowski und andere Musiker an die Noten im Wiener Archiv gekommen sind, kann einen kleinen Artikel von mir nachlesen in Early Music. Ich verlinke es unten. Welche Musikalien nun eigentlich in Kromeschitz sich befinden, können wir den Katalogen entnehmen. Derer gab es im Laufe der Geschichte 3 Stück. Das erste Inventar wurde bereits im 17. Jahrhundert angelegt. Viele der Werke, die darin aufgelistet sind, sind allerdings nicht erhalten. Im 20. Jahrhundert bemerkte dann der bischöfliche Archivar Antonin Breitenbacher die Bedeutung der Sammlung und veröffentlichte 1928 einen Katalog. Der wurde grundlegend überarbeitet und neu herausgegeben und kompletter herausgegeben von Jerzy Sechnal. Und Jerzy Sechnal, sollte ich auch dazu sagen, ist der Musikwissenschaftler, der sich also am allermeisten von allen mit dieser Sammlung beschäftigt hat und am allermeisten darüber publiziert hat. Sechnals Katalog ist aber jetzt auch samt und sonders in RISM übernommen worden, wo wir ihn also auch online einsehen können. So, hier sind wir jetzt auf der RISM-Website. Das könnt ihr euch selber mal ansehen, wenn ihr hier also dem Link folgt und auf Advanced Search geht, dann könnt ihr jetzt verschiedene Suchmethoden anwenden. Wenn ihr wissen wollt, was ist alles in Kromeschitz, dann geht auf das Library-Siedlum, also das Bibliothekssiedlum, und tippt ein CZKRA, also Tschechien, und dann Kromeschitz, erzbischöfliches Archiv. Und hier seht ihr dann also einen Überblick von allen Handschriften, die sich dort befinden. Wenn ihr jetzt einfach mal durch die Genres scrollt, dann seht ihr sofort, dass es eine beachtliche Sammlung ist. Also die Originalsammlung aus dem 17. Jahrhundert umfasst beinahe 2000 Werke. Und schon an den Genres sieht man, dass das sind zum Teil große Werke, da sind 8 Oratorien dabei, zahllose Messen, Opern, aber auch kleinere Werke, viel Kammermusik, auch Solowerke, Streicher, Trompete und so weiter. Gehen wir zu den Komponisten, da sehen wir also ein Gemisch aus örtlichen Komponisten wie Wewanowski oder Bieber, Rittler und auch Wiener Komponisten wie Poglietti, Bertali, Sanchez, Verdina, Ebner, Valentini, Fuchs. Ein bisschen weiter unten sieht man dann die Besetzungen, also für welche Instrumente oder welche Kombinationen also Werke vorhanden sind. Wenn man mal ein Programm zusammenstellen möchte, ist das besonders praktisch. Ja, ich würde vorschlagen, ihr vergnügt euch mal selbst mit diesem Katalog. Seht mal, was ihr selbst vielleicht für euch rausfinden könnt, was interessant sein könnte, um zu lernen für Examen, für Konzerte und so weiter. Was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, dass die Sammlung in Kromeschitz sowohl aus Stimmsätzen als auch aus Partituren besteht. Und das ist natürlich für die historische Aufführungspraxis besonders bedeutend, denn Stimmsätze waren ja tatsächlich das Material, das bei den Musikern auf den Notenpulten stand. Partituren waren ja eigentlich eher eine Art, um Musik aufzuheben. Die Stimmen dagegen wurden tagtäglich gebraucht. Da kann ich also ablesen, wie viele Geigen spielten, welche Instrumente genau haben mitgespielt und so weiter. Da bekomme ich also die Details der Aufführungspraxis mitgeliefert. Die bekomme ich in den Partituren in aller Regel nicht. Was ich auch noch erwähnen sollte, ist, dass die Sammlung des Bischofs Karl von Liechtenstein-Kastelkorn ca. 2000 Werke umfasst. Die Sammlung in Kromeschitz tatsächlich aber viel größer ist. Sie umfasst noch einmal ca. 5000 Werke aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Da wurden später auch ganze andere Sammlungen inkorporiert.
Die sind noch nicht oder nur zum Teil auf RISM einsehbar. Die werden noch katalogisiert. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Das dürfte also noch eine Zeit dauern. Wer mehr Informationen auch über diese Sammlung haben möchte, unten in der Beschreibungsbox gebe ich einige Literatur an. Zum einen einen Link zum Vorwort des alten Katalogs von Sechnal, eine kurze Beschreibung und Einführung in die Sammlung. Das andere ist ein Buch von Jiří Sechnal, in dem er eigentlich viele Artikel, die er im Laufe der Zeit auf Tschechisch geschrieben hat, auf Englisch übersetzen hat lassen und in Buchform zusammengetragen hat. Es ist ein Buch, dem Titel nach über den Trompeter Pawel Wewanowski. Tatsächlich ist aber eine ziemlich umfassende Darstellung der Musiksammlung und der Musikgeschichte von Kromjeržić. Ich hoffe, als Einführung fandet ihr das informativ. Beschäftigt euch weiter damit. Im nächsten Video geht es dann um die Düben-Sammlung, die sich jetzt in der Universitätsbibliothek in Uppsala befindet. Und dann geht es weiter mit der Bokemeyer-Sammlung. Wir gehen also vom süddeutschen Raum in den norddeutschen und hanseatischen Raum. Bis dann, bleibt gesund, Servus.